Servus, ihr Lieben. Ich merke, dass einige sich ernsthaft Sorgen machen um mich, aber das ist wirklich nicht nötig. Ist, glaube ich, ziemlich klar, wenn man sich mit dieser Sache näher beschäftigt, gerade wenn man selber Kinder hat. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich glaube, da werden noch viele Menschen bittere Tränen weinen. Ich habe schon oft diese Tränen geweint. Es kommt immer wieder. Ich, wie gesagt, beschäftige mich mit diesem Thema intensiv seit den frühen 2000ern, seit 96 habe ich eine Idee davon gehabt, was da passiert. Das ging über Belgien, das war in der Stadt Charleroi. Und das zieht sich jetzt 24 Jahre durch mein Leben. Ich bin als Kind selbst in die Hände eines Pädophilen geraten. Man muss schon fast sagen, ein normaler Pädophiler, der mir einfach nur in die Klöten gegriffen hat und mir die Zunge in den Hals gesteckt hat. Trotzdem habe ich in dieser halben Stunde in seiner Hütte, das war der Gärtner meiner Tante in Südafrika, natürlich Todesangst gehabt und bin relativ schnell irgendwie erwachsen geworden in der kurzen Zeit und habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, dreht er mir den Hals rum. Und danach war ich natürlich ein anderes Kind, habe das meiner Tante und ihren Söhnen nicht erzählt, weil ich wusste, wenn ich das erzähle, dann wird der Mann in ein Grab hinuntergelassen im Garten hinten. Und das habe ich als Kind, als Achtjähriger natürlich alles nicht. Man denkt ja auch immer, man ist selbst schuld. Ich habe nämlich dem Mann erzählt, dass er meinem Vater ähnlich sieht, weil er war der Gärtner und ich war damals allein in Südafrika. Und deswegen habe ich eine ziemlich starke Verbindung zu Kindern, die in die Hände von Kinderhändlern, Pädophilen, bösen Menschen geraten. Ich habe einfach diese halbe Stunde Erfahrung, die mich dann auf ewig irgendwie auch verbunden hat, bis zum heutigen Tag. Und deswegen kann ich das nicht ungeschehen machen in meinem Leben natürlich und kann auch nicht wegsehen. Und als ich dann darauf gestoßen bin auf diese furchtbare Wahrheit, war mir klar, dass ich mein Leben unter anderem dieser Wahrheit widmen werde. Und vergebt mir, wenn ich da Freudentränen oder auch Tränen des Schmerzes vergieße, das gehört dazu. Ist nicht so schlimm. Ich schäme mich nicht und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich jetzt von Menschen als verrückt hingestellt werde. Es wird sich alles zeigen und ich bete für die Kinder. Ich hoffe, ihr tut es auch. Ciao, ciao.